Guck, jetzt geht's los. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Story Mode. Genau. Wir haben das schon mal gespielt, das gibt's in meinem Zweitkanal schon, aber ich habe mir gedacht, jetzt machen wir es nochmal von vorne im Hauptkanal. Und wir haben auch die zweite Season uns schon gegönnt, ja? Und du musst auch immer sagen, und heute ist dabei. Und heute ist dabei der kleine XX Little. Genau. Wir gucken uns Minecraft Story Mode mal gemeinsam an. Und das habe ich ja damals noch nicht gehabt. Damals war ich noch alleine. Und jetzt gucken wir mal hier. Ich spiele mit Controller. Und wir machen mal Folgendes. Ich gehe bei Speicherdaten rein und wir hatten gestern hier, was ist das denn eigentlich, 2016? Guck mal, 2016 im Dezember, am 5. Dezember 16 habe ich das schon mal gespielt. Das ist genau ein Jahr her. Das ist exakt genau ein Jahr her. Und ich gehe jetzt aber hier hin und sage, ich lösche den von gestern. Ja, und den wählen wir jetzt aus, zack, und jetzt gehen wir mal zurück und dann spielen wir und wir suchen uns jemanden aus. Wir fangen mal von vorne an. Wen möchte man nehmen? Diesen wieder. Den da? Ja. Mit dem schwarzen Pullover. Jetzt ist es natürlich so, dass ich ja vorlesen muss und zeitgleich, das ist nicht ganz so einfach jetzt. Ich lese das so gut ich kann vor und wir treffen dann gemeinsam die Entscheidungen. Damit das optimal funktioniert, machen wir Folgendes. Ich hebe das noch ein Stück höher. So. Kannst du es gut erkennen, das Tablet? Mhm. Ich habe das Tablet gerade vor uns hingestellt, auf zwei Kisten, damit es in der richtigen Höhe ist. Natürlich wäre es cool, das jetzt auf dem Fernseher zu sehen. Ne? Ich hätte sogar rein theoretisch die Möglichkeit dazu, weil ich nämlich die Leitung und alles hätte, um das auf dem Fernseher zu übertragen. Okay. Wir machen Start Episode 1. Ich lese dir das alles vor und du sagst dann, was wir entscheiden müssen. Ne? Und da müssen wir hier auf die Knöpfe drauf drücken. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Start Episode 1. Jetzt kann ich wieder viel vorzulesen. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Nichts bleibt ewig bestehen. Und so groß eine Legende auch sein mag, verblasst sie doch mit der Zeit. Nach jedem Jahr gehen mehr Details verloren, bis nur noch Mythen und Halbwahrheiten übrig sind. Oder kurz gesagt, Lügen. Lügen. Und doch bleibt im bekannten Universum zwischen hier und den fernen Landen die Legende des Ordens des Steines lebendig wie eine unveränderliche Tatsache. Tatsächlich braucht nur ein geplagtes Land Helden. Und vor langer Zeit war es ein Glück für unser Land, dass wir diese vier Helden hatten. Gabriel, den Krieger. Vor seinem Schwert erzitterten alle anderen Kämpfer. Elegard, die Redstone-Ingenieurin. Ihre Maschinen lösten ein Zeitalter der Innovationen aus. Magnus, den Schurken. Er setzte seine destruktive Kreativität zum Wohle aller ein. Und Soren, der Architekt, Erbauer von Welten und Anführer des Ordens des Steines. Diese vier Freunde sollten gemeinsam so viel dafür geben, um ihren rechtmäßigen Platz als vier Helden einzunehmen. Ihre größten Mission führte sie auf eine gefährliche Reise, bei der sie sich dem mysteriösen Enderdrachen stellen mussten. Am Ende ging der Orden des Steins als Sieger hervor und der Drache wurde besiegt. Und ihre Geschichte ging über ins Reich der Legenden. Das ist gar nicht so einfach. Man darf sie auch nicht verlesen. Ich kann sie einfach korrigieren. Aber wo eine Geschichte endet, beginnt eine andere. Jetzt müssen wir gucken, immer was rot ist, was grün ist. Du siehst es ja ganz schnell, wer da welche Farbe hat. Ja, ich weiß. Würdest du lieber gegen 100 hühnergroße Zombies oder 10 zombiegroße Hühner kämpfen? Was sagst du? Zombiegroße Hühner? Zombiegroße Hühner. Zombiegroße Hühner. Du müsstest mit bloßen Händen gegen sie kämpfen. Ich würde die Riesenhühner nehmen. Nicht, weil ich es wollte oder für einfach halten würde, sondern weil sie einfach nur abstoßend wären. Stell dir mal riesigen Flügel vor. Wie gesagt, einfach abstoßend. Also ich habe einen Tageslichtsensor auf dem Dach. Und wenn ich nichts falsch gemacht habe, sollten diese Lampen bei Einbruch der Dunkelheit leuchten. Ich wollte Ruben hier nicht völlig schutzlos zurücklassen, während wir im Bauwettbewerb sind. Der kommt doch mit uns. Wirklich? Was ist das für eine Frage? Natürlich kommt er mit. Okay, ich sage ja nicht, dass er nicht mitkommen darf. Ich bin ja nicht... Aber findest du es nicht irgendwie seltsam, dass du ihn überall mit hinnimmst?
Ja, lässt uns irgendwie, ich weiß nicht, wie Amateure dastehen. Was möchtest du? Liebe, Leute lieben Schweine oder Ruben ist mein bester Freund? Ruben ist mein bester Freund. Ich dachte, ich wäre deine beste Freundin. Ihr seid ja beide. Ich wollte gar nichts damit andeuten. Ich freue mich, dass er mitkommt. Ich will nur nicht, dass die Leute noch mehr Grund haben, uns Verlierer zu nennen. Nur, was sag, wir sind keine Verlierer, finde dich damit ab, wir oder? Wir sind keine Verlierer. Wir sind keine Verlierer, Olivia. Wir verlieren ständig, sowas ist bei uns immer so. Okay, vielleicht hast du recht. Ich weiß nicht, wenn wir zuletzt etwas gewonnen haben. Das heißt aber, dass wir bestens die besten Verlierer sind. Na, schön. Was hörst du das? Oh nein. Das brauchst du jetzt nicht vorlesen. Oh Mann, ihr seid ja völlig ausgeflippt. Das war gegen... Autsch. Axel, was soll der Unsinn? Nicht lustig, Axel. Das hast du verdient oder cool, Maske. Nicht lustig, nicht lustig, Axel. Das war nicht lustig, Axel. Ich habe euch unterhalten und jetzt werde ich dafür auch noch angemault. Du hast uns fast zu Tode erschreckt. Hast du das Feuerwerk mitgebracht? Natürlich. Ich habe sogar etwas für den Kleinen dabei. Toll. Hast du eine Verkleidung für Ruben dabei? Wir gehen auf eine Convention. Irgendwer muss einfach ein Kostüm tragen. So, sag was, sieht das albern aus oder sieht beeindruckend aus oder ist er glücklich? Sieht beeindruckend aus. Sieht beeindruckend aus. Ja, sieht beeindruckend aus. Grund. Ich habe ewig dafür gebraucht. Ist ja schon gut. Du hast das Feuerwerk auch wirklich dabei? Ja, ich bin soweit. Ich warte nur auf euch. Wenn er wirklich dein bester Freund wäre, würdest du ihn so nicht rauslassen. Es gibt nur eins, was gefährlicher ist, als ein Schwein zu kostümieren, ihm das Kostüm wieder wegzunehmen. Beeilt euch und nehmt euer Zeug mit. Wir treffen uns unten, okay? Okay. Ach, ist das schnell zu lesen. Also ich kann jetzt hier rumfahren mit einem Controller und hier kann ich laufen. Guck mal, was gibt's denn hier? Hier gibt's nichts, dann gehen wir mal zum Schweinchen. Ich möchte auch drauf drücken. Dann darfst du jetzt reden mit, warte mal, drück mal auf X. Gib mal ein Drachengebrüll, Ruben. Das sollte reichen, Ruben. Was haben wir hier noch? Darf ich wieder? Ansehen, Y, da oben. Y. Ich habe diesen Ständer geschenkt bekommen, aber ich habe keine Rüstung dafür. Vielleicht. Eines Tages. Jetzt nochmal. Y, hier. Ja. Eines Tages werden wir Bauwettbewerb der Endercon gewinnen. Und dann wird man uns ansehen und sagen, hey, das sind Jesse und Ruben, die Gewinner des Bauwettbewerbs der Endercon. Papi, die darf ich immer? Sollten wirklich mal den Namen ändern. Papi, darf ich steuern und du drückst? Nö. Bitte. Nö. Ich übernehme das schon. Ich bin hier der Chef-Ausbilder. So, pass auf, komm her, du musst jetzt den grünen Knopf drücken. Das kannst du machen. Jetzt willst du gar nicht mehr mitspielen, wa? Das ist ja schön. Du musst ja alleine spielen. Aber ich nicht steuern darf. Du darfst da noch genug steuern. Eine Schere, die nehme ich unbedingt mit. Man weiß ja nie, wenn man vielleicht mal ein Schaf scheren muss. So, was haben wir jetzt hier noch? Guck mal, hier ist noch ein Poster. Ansehen. Gabriel der Krieger. Ob wir jemals so berühmt sein werden? Nichts ist unmöglich. Vielleicht werde ich wegen meiner tollen Postersammlung berühmt. So, oder? Gibt es hier noch mehr? Da ist noch was. So, pass auf, was musst du drücken? Das hier. Na, was? Na, drück mal. Okay. Eine Kiste. Feuerstein und Stahl, nicht schlecht. Sagen wir ein Feuerzeug. Ich weiß nicht, was wir mit dem Feuerzeug machen sollen. Keine Ahnung. Gibt es hier noch was? Sehen wir hier noch was? Da ist, ach, ein, nee. Da ist die Tür, die Falltür und sonst? Hier sind auch keine Bücher. Ist da oben noch irgendwas? Nö. Achso, wie kann man denn eigentlich so schnell rennen? Man muss doch irgendwie schnell rennen können. Aha, so hier. Mit Y, mit dem Knopf da hinten. Aha, ich kann, egal welche ich drücke, ich renne immer schnell. Rechts, oder also R1 und R2 sind beide Schnellrenntasten. So, na, dann gehen wir mal jetzt hier runter, okay? Falltür, drücke. Das hier? Nee, was steht da? Verwenden, großes A. Genau. Hörst du eigentlich noch Ton? Hm. Ich mache das gleich ein bisschen lauter. Mal gucken, ob man uns dann lauter hört nachher als die. Das ist alles. Auf geht's. Ja, los geht's. Kommt schon. Ich habe ein ziemlich interessantes Gerücht über den Bauwettbewerb gehört, aber ihr müsst mir versprechen, nichts weiter zu erzählen. Okay. Es gibt zwei Teile, einer besser als der andere.
Jetzt spuckst schon aus, Axel. Teil 1. Der Stargast dieses Jahr auf der Anacon ist niemand anderes als Gabriel, der Krieger selbst. Wow. Und Teil 2? Teil 2. Meinen Quellen zufolge wird der Gewinner des Bauwettbewerbs sich mit ihm treffen. Was? Ich würde Gabriel nur zu gerne treffen, oder so toll ist es auch wieder nicht, oder ich wünschte, sie wären alle dort. Komm, wir würden sie gerne treffen, ne? Absolut, er ist genial. Es wäre unglaublich, ihn zu treffen. Ruben sollte in diesem Kostüm besser aufpassen. Als Gabriel zuletzt einen Drachen sah, ist das nicht gut ausgegangen. Also, stellt deine Quelle vielleicht beruflich Poster her? Hä? Naja, meine Quelle, naja, die gibt's gar nicht. Ihr seid meine einzigen Freunde. Leute, bleibt beim Thema. Wir müssen einen Wettbewerb gewinnen. Wir gewinnen nie. Und dieses Jahr haben wir Ruben dabei. Wir haben praktisch keine Chance. Los, komm, alles ist möglich. Habe Vertrauen, Olivia, oder diesmal gewinnen wir. Alles ist möglich. Warum haben wir dann neunmal hintereinander verloren? Du darfst das nicht so sehen. Die Chancen sind jedes Mal dieselben. Vielleicht kommt ja auch sonst niemand. Na, jetzt bist du aber sehr realistisch. Moment. Wir gehen das völlig falsch an. Es geht bei dem Bauwettbewerb gar nicht darum, irgendwas zu bauen. Wir müssen die Richter auf uns aufmerksam machen. Alles klar. Wie stellen wir das also an? Na, wir bauen nicht nur etwas Funktionales. Wir bauen etwas Lustiges. Sobald wir wie geplant die Feuerwerksmaschine fertiggestellt haben, bauen wir noch etwas Cooles obendrauf. Und das könnte was sein? Na, wenn die Jury beeindrucken wollen, sollten wir etwas Gruseliges bauen. Ich schlage vor, einen Creeper. Wäre ein Enderman nicht besser? Ich habe vor Enderman mehr Angst als vor Creepern. Was sagst du? Enderman. Creeper, Enderman oder Zombie? Zombie. Hast du mit dem Creeper zu Tode erschreckt? Ja. Lass uns einen Zombie bauen. Ich schätze, das ist irgendwie wie ein Creeper. Das ist ein Monster. Okay, ist in Ordnung. Wir sind sowas von bereit. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns vor dem Wettbewerb schon auf etwas geeinigt haben. Haben wir alles, was wir brauchen? Es kann nicht schaden, nochmal drüber zu gehen. Dann lass uns mal anfangen. Wir sind sowas von vorbereitet. Wir können nicht verlieren. Auf keinen Fall. Los geht's. Vorbereitung ist alles. Auf drei. Nein. Allzeit vorbereitet. Nein. Das ist dasselbe. Vergesst das. Team. Auf Team. Team auf drei. Eins, zwei, drei. Team. Vorbereitung. So, jetzt geht's los. Ah, jetzt muss man. Jetzt geht's los. Vorbereitung. Wir müssen sammeln. Sachen sammeln. Wo ist A? A ist hier unten. Mist. Runter und runter und wieder und wieder. Was passiert? X. Achso. B. Na, das ist ja toll. Da ist ja Bock drauf. B. X. Oh, da muss ich ganz schön draufhauen auf die Tasten hier. Hoch. Hoch, hoch und nochmal. Wir bauen Stein ab ohne Ende und wir scheren die Schafe ohne Ende. Und wir kloppen wieder ohne Ende Baum weg. Y. Jawoll! Okay, so jetzt sind wir alle stark. Ein Schweinchen ist dabei und yay! Yeah. Puh, jetzt bin ich schon erschöpft erstmal. Jetzt geht's los. Das ist anstrengend, nicht? Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen jetzt hier. Wir wissen, was wir bauen und wir haben alles, was wir dafür brauchen. Wir sind bereit. Dieses Jahr wird alles anders. Ich bin nicht nur bereit, etwas zu bauen, sondern auch zu gewinnen. Hübsches Schwein, Verlierer. Na toll, da kommen Lukas und die Ocelots und immer noch Rivalen. Mann, die haben passende Lederjacken und alles. So cool, ey. Sieh mal einer an, wenn das nicht der Orden der Verlierer ist. Na toll, die Verlierertruppe ist hier. Lukas, get a load of this loser, let's go guys, der spricht Englisch. Und wie heißt ihr? Was haben wir für einen Namen? Euer Teamname bitte. Teamname? So weit sind wir noch nicht. Alles haben wir, nur kein Teamname. Wir haben Orden des Schweins, Toten Ender oder Nethermaniacs. Nethermaniacs. Das sind die Nethermaniacs. Ist dir das eben eingefallen? Ja.
Wir waren doch noch nie im Nether. Wen zum Nether interessiert denn das? Ja, okay. Nether Maniacs, ihr seid an Stand 5. Cash